Der Jakob schreibt: Hallo Herr Rick, ich habe eine wichtige Frage, und zwar habe ich Panikattacken und dabei immer Angst, umzukippen oder ohnmächtig zu werden. Mir wurde aber von meinem Therapeuten gesagt, dass man nicht umkippen kann, was mich beruhigt hat. Manche sagen aber, dass das in seltenen Fällen passieren kann, was mich beunruhigt. Stimmt das, und wenn ja, in welchen Fällen? Machen wir mal einen Versuch, das Ganze kompakt darzustellen. Eine Sache, die mir gerade durch den Kopf geht und ich glaube relativ wichtig ist, ist, dass wir den Dingen eine konkretere Form geben können. Das heißt, man hat ja nicht einfach nur Angst, man kippt um, sondern wir erleben auf der inneren Verarbeitungsebene Präsenzen, die dieses Thema repräsentieren, und wir reagieren ja quasi immer auf diese Gedanken. Das heißt, wir haben nicht einfach Angst umzukippen, sondern wir haben Gedanken, die entsprechendes vergegenwärtigen. Darauf reagieren wir mit den typischen Symptomen Angst, Stress, Ausschüttung von Stresshormonen. Das heißt für uns, dass wir hier auch einen wichtigen Schritt integrieren dürfen, weil letztlich gesehen geht es nicht darum, dass du einfach keine Angst mehr hast, umzukippen, sondern es geht darum, dass du in Zukunft anders mit deinen Gedanken umgehst, denn die Angst umzukippen ist eine, jetzt wahrscheinlich am ehesten beschreibbar, szenarische Verarbeitung deines Kopfes auf die Dinge, die du da erlebt hast. Ich verlinke dir unten das Video zum Thema Szenarien. Wenn ein Therapeut dir sagt, du kannst nicht umkippen, ist da was dran, weil es geht ja letztlich darum, dass im Rahmen der Stresshormonausschüttung die Blutdrucksituation stabilisiert wird, damit du eben flüchten kannst, und da macht Umkippen wenig Sinn. Das muss man eigentlich sagen, der Therapeut hat recht mit der Aussage. Und dann solltest du quasi nie wieder irgendeine anderslautende Aussage hören. Meistens googeln wir dann aber doch irgendwas und dann hängen wir wieder drin in der Symptomkiste. Und es gibt natürlich andere Fälle, wo Leute dann irgendwie mal umgekippt sind. Da wissen wir jetzt aber natürlich nicht, was war da der Hintergrund. Das heißt, wir können schon sagen, ja, Menschen kippen auch schon mal um. Aber was hat das erstmal mit dir zu tun? Wir sind da alle so ein Stück weit vulnerabel und beeinflussbar. Was ich dir empfehlen würde, ist, du darfst dir halt eine eigene Meinung darauf bilden, und deshalb mache ich auch dieses Video. Es geht nämlich darum, dass diese gedanklichen Präsenzen, da kannst du dir ein Video von mir angucken, die werden dadurch nicht weniger werden. Du kannst den Therapeuten wechseln, dadurch wirst du vielleicht nicht auf Dauer weniger Gedanken erleben. Und ich werde dir auch 100 Videos machen können, was im Zweifel nicht die Sicherheit mitbringt, dass du anders denkst. Es geht nicht darum, dass du eine Therapie machst und müsstest dann weniger der negativen Gedanken ertragen. Es geht darum, dass du in Therapie lernst, mit den normalen, gesunden, aufkommenden Gedanken umgehen zu können. Und das möchte ich dir einerseits in diesem Video vermitteln und andererseits auch wirklich ein bisschen den Mut zusprechen können. In den meisten panikartigen Situationen spielt das Umkippen eine untergeordnete Rolle. Und wir reden hier, wir wechseln die Straßenseite. Wir reden hier über eine, ich nenne das gerne, subjektive Synkopeneigung. Das heißt, der Betroffene hat das Gefühl, er würde gleich synkopieren, also das Bewusstsein verlieren, was man aber quasi im EKG oder im Blutdruck oder in der Pulsfrequenz nicht nachweisen kann. Also wir haben keine objektivierbare Synkopeneigung, sondern eine subjektive. Genauso wie bei der subjektiven Luftnot. Der Patient gibt an, Luftnot zu haben. Wir können es aber nicht zum Beispiel über die Sauerstoffsättigung objektivieren. Und das ist tatsächlich ein Punkt für dich, lieber Jakob. Die Wahrscheinlichkeit, dass du umkippst wegen Angst, wegen Panik, ist äußerst gering. Es ist nicht unmöglich. Du darfst dir aber auch vor Augen führen, das ist ja gar nicht dein Ziel, sondern Doppelpunkt. Und das ist nämlich der eigentlich wichtige Punkt. Es geht um die Präsenzen auf deiner gedanklichen Verarbeitungsebene. Und wenn du dir von 10 Leuten bestätigen lässt, du kippst nicht um, aber ein Elfter sagt dir, was könnte passieren, hängst du direkt in dieser Vulnerabilitätskiste drin. Und das ist für mich ein Thema, da möchte ich mich quasi jetzt nicht in eines der Lager einreihen und sagen, du kannst nicht umkippen oder kannst umkippen, sondern dir die Richtung nochmal aufzeigen, es geht um die Kommunikation mit dir selbst. Es geht um Vertrauen in den eigenen Körper, es geht um Vertrauen in das eigene Denken. Und das
was du aus meiner Sicht lernen solltest, ist quasi, denk doch, was du willst. Denk das, was dir gut tut. Denn wir bewegen uns ja eigentlich in dem typischen Konstrukt von, ja, letztlich auch psychischer Störungsaffinität. Die meisten Störungen bauen darauf auf, dass Unzufriedenheit im Leben ist oder sogar vorherrscht, beziehungsweise wir einen Kopf haben, der selbst normal gesunde, auftretende Gedanken und Szenarien als krankhaft beschreibt und hier der Prozess der Hirnphysiologie eine wichtige Rolle spielt. Wir glauben nicht an das, was richtig ist, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Und ganz gerne ist in unserem Kopf auch so ein Missverhältnis von 5 bis 10 zu 1, von negativ zu positiven Gedanken, was Glaubensaffinität angeht, aber auch was so ein Schwerpunkt in emotionaler Verarbeitung angeht. Das heißt, wenn du einen positiven Gedanken erlebst und erlebst dann einen negativen, dann musst du theoretisch 5 bis 10 positive hinterherdenken, um wieder bei neutral Null zu sein. Das heißt, hier reden wir eher über die Lernstrukturen unseres Gehirns. Unser Gehirn, das verlinke ich dir auch mal unten. Ich habe das mal mit dem Hormesis-Prinzip verknüpft. Unser Gehirn baut sich quasi über überkompensatorische Effekte an die Umweltbedingungen an. Das heißt, wenn du eine Sache mal erlebt hast, wirst du sie wahrscheinlich wieder vergessen. Hast du sie 10-mal erlebt, wirst du dich vielleicht daran erinnern. Hast du sie 100-mal erlebt, dann baut sie sich fest ein. Das heißt, was du in diesem Zusammenhang brauchst, ist quasi eine neue Glaubenssatzstruktur, die du regelrecht trainieren darfst. Das heißt, lass dir nicht von einem Therapeuten einmal sagen, dass es schon gut gehen wird, sondern du bist derjenige, ich verlinke dir mal das Video zum Thema Vertrauen in den eigenen Körper, du bist derjenige, der anfangen darf, diesen Gedanken regelrecht zu trainieren, um den mehr und mehr im Kopf zu haben, damit er irgendwann auch von alleine kommt. Und wir sind jetzt am Ziel, deshalb noch ganz kurz, ich verlinke auch das Video zum Thema Fangt an, wirklich mit euch zu sprechen, was jetzt noch die Sache eigentlich ziemlich rund macht. Und wenn es dir geholfen hat oder nicht geholfen hat, lieber Jakob, lass mal gern von dir hören. Thank you.